willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank für euren ganzen Zuspruch und für eure ganzen Abos in den letzten Wochen. Ihr seid ja wirklich der blanke Wahnsinn. Was hier auf meinem Kanal passiert ist, ist wirklich super. Vielen lieben Dank, dass ihr alle meinem Kanal gefolgt seid. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere meinen Kanal und aktiviere dabei bitte die obere Glocke, damit du in Zukunft rechtzeitig informiert wirst. Und auch vielen lieben Dank an meine Streampunk-Paten auf meinem Patreon-Kanal. Super, es ist toll. Dort werde ich jetzt ein neues Video demnächst hochladen, die nächsten Tage. Wieder etwas Privates natürlich auf meinem Patreon-Kanal. Findet ihr immer private Geschichten, genau, so ein bisschen als Benefit für eure Unterstützung. Ja, das heutige Thema dreht sich mal wieder um einen lieben Menschen, um einen guten Menschen, der genau wie wir alle mitgekämpft hat. Seit 4 Jahren zu Beginn der Gesundheitskrise hat Dirk Sattelmeier, Rechtsanwalt aus Köln, gekämpft wie ein Wahnsinniger bei den Demos begleitet, Menschen beraten und natürlich auch als Rechtsanwalt fürs Recht gekämpft. Und da will ich euch, wer den nicht kennt, den Dirk Sattelmeier, da will ich euch mal eben ganz kurz zeigen, wer Dirk Sattelmeier ist. Okay, ja, hallo zusammen aus Köln, ich bin mal wieder am Heumarkt, ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich bin bei der Kundgebung der Grünen und im Moment steht Robert Habeck hier auf der Bühne und hat eben gesagt, wenn man Kriegstreiber ruft zu den Leuten, die den Menschen helfen dort, dann macht man sich mit den wirklichen Kriegstreibern gemein und unterstützt die. Ich lasse das mal so stehen. Was mich viel mehr interessiert ist, dass hier auf der Versammlung wieder Menschen ausgeschlossen wurden, die zum Beispiel eine Trommel hatten oder auch es gesagt wurde, dass Trillerpfeifen nicht erlaubt sind. Das Ganze ist keine Straftat im Sinne des 21 Versammlungsgesetz, weil man zwar sich hier lautstark bemerkbar macht, aber die Versammlung hier definitiv nichts zum Abbruch bringt, denn die haben eine gute Anlage, man kann alles verstehen und die Leute, die vor den Gegendemonstranten stehen, verstehen alles und sehen alles wunderbar. Es gibt auch eine Leinwand dort. Also eine gröbliche Störung im Sinne des Versammlungsgesetzes ist auch durch den Einsatz von Trillerpfeifen hier nicht zu erkennen. Insofern sind Platzverweise, die hier ausgesprochen werden, einfach schlicht und einfach rechtswidrig. Das ist der Zustand, den wir im Moment haben. Ansonsten ist hier alles sehr, sehr friedlich. Die Polizei hält sich jetzt aber auch ein wenig zurück. Und ich lausche jetzt noch mal ein wenig den Klängen unseres Wirtschaftsministers und Vizekanzlers Robert Habeck. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Ja, das ist Dirk Sattelmeier. Das war am 13. Mai 2023 in Köln bei einer Demonstration. Ja, der gute Dirk Sattelmeier hat jetzt wohl gesundheitliche Probleme und ich habe dieses Video jetzt heute gemacht, weil wir auch uns um Michael Ballweg gekümmert haben. Da habe ich auch drüber berichtet, wie man mit ihm umgegangen ist und natürlich das Thema Rainer Füllmich haben wir ja auch bearbeitet. Das ist auch immer noch nicht zu Ende. Der Mann sitzt immer noch in Untersuchungshaft, die Termine sind aufgeschoben, keiner weiß wieso. Und ja, genauso wie Ralf Ludwig, der Rechtsanwalt zum Beispiel, und die beiden hier mit Dirk Sattelmeier, die haben auch viel zusammen gemacht, Demos begleitet, live von Demonstrationen berichtet. Ja, und seit 4 Jahren ist es natürlich so, dass diese Menschen ja auch Privatleute sind und genau so diesen Kampf, wie wir haben mit der täglichen Presse, wobei wir natürlich oder viele von uns auch gar nicht mehr reinschauen. Aber man guckt ja trotzdem nochmal so ab und zu, ne, um zu gucken, was sie vorhaben oder um sich fremd zu schämen. Ne, so ein bisschen informieren muss man sich natürlich, was die Gegenseite schreibt. Gerade wenn du das halt beruflich machst als Anwalt, ist es wichtig. Ne? Ja, und dann ist es natürlich auch noch so, dass der Dirk Sattelmeier ja auch noch Rechtsanwalt ist und ja tatsächlich auch ganz vorne an der Front im Gerichtssaal steht und das seit 4 Jahren und für Gerechtigkeit kämpft. Und das, liebe Leute, das kann einen fertig machen. Und da erreicht uns heute über den Telegram-Kanal von Roger Bittel eine Nachricht von Dirk Sattelmeiers Frau. Ja.
Recht herzlich willkommen aus Neuss aus der Kanzlei von Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier. Mein Name ist Güsey Sattelmeier und einige von euch haben es mitbekommen, dass mein lieber Ehemann leider momentan gesundheitlich schwer erkrankt ist. Und das ist auch der Grund, warum man keine Videos mehr sieht oder Sonstiges. Und ich habe heute eine Botschaft für euch, die ich verlesen soll im Auftrag vom Dirk für euch und werde euch dann im Anschluss noch ein paar Worte dazu sagen. Ich fange mal an. Liebe Mitmenschen, viele haben mitbekommen, dass es mir derzeit gesundheitlich nicht so gut geht. Die Reaktion so vieler Menschen auf die Nachricht in Form von Zuspruch, Hilfsangeboten, Unterstützungen und vielem mehr vor einigen Wochen waren schlichtweg vor allem emotional und absolut überwältigend. Mir war vielleicht nicht so ganz klar, dass meine Tätigkeit in den letzten Jahren, die lediglich darin bestand, meinen Beruf als Strafverteidiger so auszuüben, wie ich ihn letztendlich erlebt habe, vielen auch emotional eine Hilfestellung in schwierigen Zeiten war. Ich habe mit dieser nun mir zuteil gewordenen großen und ehrlichen Dankbarkeit der Menschen niemals gerechnet und möchte mich an dieser Stelle aus tiefstem Herzen dafür bedanken. Denn der Weg, den ich nun gehen werde, fällt mir so ein großes Stückchen leichter. Vielen Dank an alle. Herzlichst, ihr Dirk Sattelmeier. Ach, es tut mir leid, aber ja, es sind im Moment etwas schwere Zeiten, aber es wird alles wieder gut werden am Ende. Da bin ich mir ganz sicher. Und so wie er es schon geschrieben hat an euch, es ist wirklich total überwältigend, dass so viel Zuspruch und Anteilnahme kommt von außen und es gibt Mut und Kraft ihm und mir. Und dafür möchte ich mich auch von Herzen bei euch bedanken. So viele Nachrichten über E-Mail, Post, Telefon, ja, viele Nachrichten, die uns erreicht haben und es tut mir leid, dass ich noch nicht alle beantwortet habe, aber wir haben sie alle gesehen, seid euch gewiss und hier auch nochmal an jeden ein herzliches Dankeschön. Bezüglich dem Kanal hier, ich werde ab und an den ein oder anderen Beitrag einstellen, also denkt nicht, wenn ihr irgendwas seht hier im Kanal, dass es dann mein Mann ist. Nee, es bin ich dann, ihr Lieben. Ich melde mich zwischendrin wieder und vielen, vielen Dank für alles, für eure Anteilnahme. Wie gesagt, es gibt viel Kraft in dieser schweren Zeit. Das sind Nachrichten, die gehen jetzt unter die Haut. Ich habe jetzt keine Informationen, an was der Dirk Sattelmeier erkrankt sein soll, aber das spielt im Moment auch überhaupt gar keine Rolle, wie ich finde. Alles ist schlimm. Sie sagt, sie ist sich ganz sicher, dass das alles wieder wird. Wo man nur, es kann alles sein, wie gesagt, ja, hoffen wir, dass er wieder gut draufkommt. Ich erwähne das heute, oder ich mache dieses Video extra heute für ihn, weil, wie gesagt, wir uns schon sehr darum gekümmert haben, um das Wohl aller anderen auch, aller anderen Heldenkämpfer des Widerstandes für die Gerechtigkeit. Und auf dem Kanal von Roger Bittel, auf YouTube hier, Bittel TV, da werden immer jetzt für Rainer Föhmich zum Beispiel Intentionssitzungen gemacht. Das heißt, dort sammelt man sich sozusagen, konzentriert sich, wie eine Gedenkminute ist das, und denkt eben an diese Person mit guten Gedanken. So, und hier in diesem Fall
Was Dirk Sattelmeier anbelangt, möchte ich das eigentlich auch, dass ihr das einmal macht, einfach an ihn denkt und ihn nicht vergesst und ihm ja, telepathisch alles Gute wünscht oder schöne Grüße schickt. Natürlich sollt ihr auch auf seinen Telegram-Kanal gehen und seine Inhalte teilen. Ich weiß gar nicht, ob man dort kommentieren kann. Like das, schickt Herzen. Er hat auch einen Twitter-Kanal zum Beispiel. Geht mal darauf, schickt Grüße. Was soll ich sagen? Ja, schickt ihm einfach was und denkt an ihn, weil er hat sich wirklich auch den Arm ausgerissen für die Gerechtigkeit und auch ja für die Gerechtigkeit an anderen Menschen, beziehungsweise gegen die Ungerechtigkeit, ja, gegen andere Menschen. Und das kann einen wirklich fertig machen, egal in welcher Art und Weise er jetzt hier betroffen ist. Ja, ich möchte ganz kurz einmal noch etwas zeigen, nämlich den Kanal von Roger Bittel. Das hier ist sein YouTube-Kanal. Und hier gibt es auch zum Beispiel das Video, wo er mich eingeladen hat. Das ist hier. Moment, Sekunde, wo ist es denn? Hier ist das Video, da hat er mich eingeladen, da interviewt er mich so ein bisschen. Vielen lieben Dank auch dafür noch einmal. Da habe ich mich auch schon einmal bedankt. Wie gesagt, geht hier auf den Kanal, den könnt ihr auch abonnieren. Genau, und wichtig ist jetzt in diesem Zusammenhang, natürlich, das habe ich auch bei Roger Bittel im Interview gesagt, wichtig ist, dass wir als YouTuber oder Streamer oder wie man das nennen mag, nicht nur euch bitten, uns zu folgen und unsere Inhalte zu teilen, sondern was sowas hier zum Beispiel anbelangt, Dirk Sattelmeier und Intentionen an einen gewissen Menschen, ist es eigentlich eure Pflicht, das zu teilen. Das will ich damit sagen. Die Inhalte, die wichtig sind, wie zum Beispiel Gesundheitskrise oder eben hier für Menschenrechte, ne, gegen die Ungerechtigkeit dieses Staates, da ist es eben wichtig, dass wir euch brauchen. Wir brauchen euch. Ihr müsst diese ganzen Nachrichten, diese Videos mehrfach täglich in alle Richtungen verteilen, egal wo. Der Roger hat das auch gesagt. Macht euch einen YouTube-Kanal, macht euch einen Twitter-Kanal. Und wenn das nur dafür da ist, um Inhalte zu teilen. Genau wie ich damals gesagt habe, inspiriert von Bodo Schiffmann, der damals auch gesagt hat, wenn ich mit meinem YouTube-Kanal nur einen Menschen erreiche, den ich zum Aufklären oder zum Klardenken bringen kann. Und genauso habe ich es auch gesehen, habe dann diesen Kanal, den ersten Kanal geöffnet, den YouTube mir schön wegzensiert hat. Diesen zweiten jetzt, der jetzt schon sehr lange am Start ist und auch total erfolgreich läuft, wie ich finde, für mich, für meine Verhältnisse. Und natürlich dank euch, eurer Unterstützung. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr alles teilt. Und ob das mein Kanal ist, Roger Biddles Kanal ist, ob das Bodo Schiffmann ist, ob das Füll mich ist, ob das Dirk Sattelmeier ist, ja, das sind unsere Werkzeuge. Ne? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und ganz kurz möchte ich mal einmal Bezug nehmen, zum Beispiel jetzt auf eins meiner Videos. Hier gab es doch mal die Möglichkeit, ich will eben mal ganz kurz gucken, ob es das noch gibt. Genau, ich weiß nicht, könnt ihr das jetzt sehen? Genau, ich will das mal eben so einstellen. Das ist jetzt hier Werbung, das ist natürlich blöd. Wenn man hier rauf drückt, kann man einen Clip erzeugen. Ne? Hier in der Mitte steht Clip. Und dann, wenn das jetzt nicht Werbung wäre, dann wird euch hier so ein blauer Balken angezeigt, den kann man schieben. Und dann könnt ihr zum Beispiel bei mir jetzt aus längeren Videos kleine Teile herausschneiden. Und dann wird euch ein Link gezeigt, den kann man kopieren und diesen Link kannst du dann ja in die ganze Welt hinausschicken. Wenn, wie gesagt, einige Videos, ob das auf meinem Kanal oder woanders ist, zu lang sind, kleine Teile kann man ausschneiden mit dieser Funktion und eben auch teilen, ne? Ja, zu seinen Freunden, in seine Familie, wohin auch immer. Und wie gesagt, das ist wichtig, wir brauchen das. Oder macht selbst einen Kanal und veröffentlicht das dort, ja? Und das habe ich bei Roger auch gesagt, wir müssen uns vernetzen, das ist die Zukunft und wir brauchen euch natürlich auch beim Teilen, aber auch beim Besorgen von Informationen, ne? So diese Bürgerreporte, das haben wir alles schon letztes Mal schon besprochen. Ja, liebe Leute, ganz kurz noch mal eben. Die beiden Guten will ich noch mal eben ganz kurz zeigen. Denkt an Dirk Sattelmeier, geht auf seinen Twitter-Kanal, geht auf seinen Telegram-Kanal und wünscht ihm alles Gute und teilt auch seine Inhalte. Helft dabei,
dass die Community immer wacher wird und helft auch dabei vor allen Dingen auch die Leute, die nicht so kritisch waren, die vielleicht aber jetzt kritisch geworden sind, helft auch dabei, dass die auch Orte finden, wie unsere Kanäle, wo diese Menschen sagen, ach, guck mal, da sind ja Leute, die denken wie ich. Und so falsch lagen die vielleicht gar nicht. Und wie begründen die das? Und dann gehen die Leute halt in Videos rein, vielleicht und schauen sich das mal an. Ich hoffe das, ja. Ja, im Grunde war es das jetzt schon von meiner Seite aus. Ein kurzes Video mit der Bitte, dass wir uns ja alle vernetzen und eben auch an die geschädigten Helden auch denken. Und genauso wie bei Rainer Füllmich, ne, da werden Postkarten geschickt ohne Ende. Kartonweise Postkarten werden da geschickt. Und das ist auch schon eine ganz, ganz tolle Leistung, muss ich sagen. Diese große Community, die hält so extrem zusammen, dass da Tausende von Leuten Postkarten schicken aus der ganzen Welt. Also das ist toll. Und das ist sowas wie Schwarmintelligenz. Das ist auch das, was uns die Kraft verleiht, die wir im Einzelnen nicht spüren. Außer im Gesamten, wenn man mal so zwei, drei Schritte zurücktritt und versucht, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Ja, von mir aus war es das schon soweit. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Nochmal mein Aufruf. Abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere dabei die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.